We Love Movies, wir sind wieder zurück. Heute mit einem Film, der die Filmgeschichte umgewirbelt hat. Einer der besten Filme aller Zeiten. Es gab nur einen, der besser war in dem Jahr. Ja, und Logik on top. Es gibt nichts Realistisches. Und wir reden hier von dem Meisterwerk. Transformers 2. Revenge of the Fallen. Ja, also das war jetzt erstmal alles Quatsch, was man da jetzt gesagt hat. Nichtsdestotrotz, wie oft haben wir den Film? Also ich habe 4-mal plus Collection, die da noch kommt im Juni, wäre dann das 5. Mal. Also ich habe eine DVD, eine Blu-ray, ein Steelbook, noch ein Steelbook. Jetzt ist noch ein Steelbook auf dem Weg. Da habe ich es noch 3-mal in der Trilogie, einmal in der Quintologie. Und die Collection, die am Ende Mai kommt. Ja, Transformers 2. Also, fangen wir erstmal an. Der Film ist Quatsch. Ja. Damit wir das gleich mal geklärt haben. Aber wer bei Transformers an irgendwie Logik oder sonst was... Der hat verloren. Ja. Also, wer nach Logik schaut bei Transformers-Filmen, guckt euch diese Filme nicht an. Guckt es euch nicht an. Wirklich, es ist... Quatsch, wir haben zurzeit noch andere laufen. Es kommt jetzt bald eine Hollywood-Woche, wo Filme die 20er, 50er, 60er Hollywood spielen. Freuen uns schon sehr drauf. Die haben einen ganz anderen Zusammenhang, vor allem was auch historischer Hintergrund hat. Ja, das hat Transformers 2 nicht. Für alle, die das denken, ich muss euch enttäuschen, es gibt keine Transformers. Hello darkness, my old friend. Es tut mir leid, wirklich. Ja. Nichtsdestotrotz, es ist Popcorn. Popcorn auf jeden Fall, Hirn aus, Popcorn, also für was anderes ist Transformers auch eigentlich nicht gedacht. Der Film war auch sehr erfolgreich an den Kinokassen, war die zweitbeste verkaufteste DVD-Blu-ray damals 2009. Platz 1 wird wohl Avatar gewesen sein, denke ich mal. Ja. Hat viele goldenen Himbeeren, schlechte Kritiken. Selbst Michael Bay hat sich für den Film entschuldigt. Da war ja auch dieser Autorenstreik damals. Ja, aber ich glaube, das ist einfach, das war ja auch so, Michael Bay wird ja einfach sowieso schon immer irgendwie gehatet. Ja, das stimmt. Wir sind bei Transformers war halt so das Vorzeigeblatt, wo sie sagen konnten, oh, jetzt können wir richtig haten. Ganz ehrlich, ich liebe Michael Bay-Filme, genauso wie Steven Spielberg oder Ridley Scott oder Michael Mann oder wie sie nicht, Dennis Villeneuve, der Dune und Blade Runner 2049 gemacht hat. Also, wie ihr sagt, nichtsdestotrotz gehört halt zur Sammlung Transformers 2. Ihr habt ja gesagt, Akron ist im absoluten Wahn, der transformiert sich, der quatscht 80% am Tag nur noch von Transformers. Ja, wenn ich mit ihnen über irgendwas rede, ich kriege als Antwort Transformers. Ich frage nur den Indiana Jones Transformers. Nur noch Transformers. Man muss auch sagen, ich habe diesen Film bestimmt auch schon, keine Ahnung, 70, 80 Mal geguckt. Ja, ich auch so. Wenn es hochkommt, keine Ahnung. Aber... Ich muss auch sagen, damals war man extrem gehypt, wo der erste Trailer kam und dann Kino. Und man war noch von Transformers 1. Oh mein Gott, was passiert dann da? Ja, das stimmt. Der Film, ja, man merkt, dass irgendwas damals mit den Autoren nicht. Der Film geht kreuzquer eigentlich, so habe ich immer das Gefühl. Ich fand den ja anfangs auch nicht so. Also der hat mir am wenigsten gefallen von allen Teilen. Also jetzt im Nachhinein auch. Aber mittlerweile finde ich ihn auch schon wieder echt stark. Also gefällt mir immer mehr. Ich fand den ja anfangs immer so ein bisschen ins Lächerliche gezogen. Also die ganze Zeit nur Witze machen und bla. Das war mir ein bisschen irgendwann zu viel. Kressetopf. Aber mittlerweile mag ich den extrem. Ist auch natürlich aus Teil 1 sind da, glaube ich, auch wieder alle dabei, eigentlich, die man so kennt. Ja, na, der hat bei mir auch einen großen Nostalgie-Bonus, weil es damals halt der zweite war. Der erste war total faszinierend. Die ersten 50 Male, wo ich Teil 1 geguckt habe, war der nur auf Englisch. Und dann Teil 2 kam, was passiert, wie auch immer. Und klar, und in dem Film sind doch Ungereimtheiten so. Ja, aber genau, zum Beispiel in Teil 1 heißt es ja, dass diese ganze Geschichte in Teil 1 in einer fiktiven Stadt stattfindet, und zwar Mission City. Wo man aber sieht, dass es Los Angeles. Genau, und dann Teil 2 zum Beispiel wird dann an einer Stelle gesagt, ja, genauso wie vor 2 Jahren in L.A. Los Angeles. Da ist es dann auf einmal doch L.A. und nicht Mission City. So,
Ja, aber das sind wieder so Kleinigkeiten, worum man sich jetzt streiten kann. Ja, richtig. So, das ist. Also wie gesagt, wir haben schon gesagt, wer nach Logik sucht, der hat verloren. bestverkaufteste DVD, also viele Menschen haben den Film gekauft, 800 Millionen knapp um Einspielergebnis. Schlechte Kritiken, Nominierung, wir finden Kritiker überflüssig, ja. Tut uns leid. Ja, wir lieben Filme, wir bewerten kaum noch Filme, weil wenn wir über Transformers reden, reden wir über Transformers. Und wenn wir nächstes Mal Once Upon a Time in Hollywood von Tarantino nehmen, uns schon bewusst, dass die Filme nicht zu vergleichen sind. Nur mal so zu impfen. Ja. Und wir suchen uns nach einem Perfekten, weil wir sind Menschen und wir sind nicht perfekt, was uns perfekt macht. Richtig. Genauso einfach. Weise. Voll weise Worte. Transformierter Spruch. Ja, was liebe ich an Transformers 2? Das erste, was mir mal anfällt, ist John Turturro. Ja, er ist Simmons. Agent Simmons. Warrior. Mit einer Sicherheitsstufe eines Gameboys. One man! Alone! Stop saying that! Betrayed by the country you love! Oh my goodness, I'm in the car, okay? You're not alone! Ich muss auch sagen, so von Mal zu Mal wurde mir auch immer lieber der. Ich anfangs dachte, im ersten Teil dachte ich mir so, was für ein Arschloch, Alter. Aber er war so lustig, ja. So, aber dann, also im zweiten Teil, ich meine, guck mal, im dritten Teil war er auch am Start, im fünften dann auch wieder, im vierten nicht. Aber das war dann wieder eine andere Geschichte, glaube ich, einfach. Aber kommen wir mal zur Action. Also, was am Ende passiert, ist. Alles geht kaputt. Ich glaube, der Film war sogar drinnen zeitweise. Guinness Buch der Rekorde mit einer der größten Filmexplosionen, die es gibt. Ja. Ja. Krass. Ja, und am Ende, ihr wisst ja, die Transformers-Filme, außer jetzt der vierte, werden ja vom US-Militär unterstützt. Was man eindeutig sieht. Vor allen Dingen im zweiten Teil, was da am Ende eigentlich alles abgeht. Das ist der Wahnsinn. Aber Transformers haben auch mit dem US-Militär zusammenzuarbeiten. Ja, natürlich. Es passt. Natürlich. Na, ich finde zum Beispiel halt meine Lieblingsszene aus dem ganzen Film, also die habe ich wirklich schon immer gefeiert, ist die Waldszene, wo Optimus da gegen Megatron, Starscream und diesen Blackout oder so heißt der, glaube ich, der Helikopter. Der Helikopter? Genau, wo er da gegen die drei kämpft. Ist dann auch immer so, zuerst teilt er voll aus, dann kriegt er voll auf die Fresse, dann kriegt er wieder auf und dann kriegt er wieder voll auf die Fresse und stirbt. Aber obwohl nur ein Prime einen Prime töten kann. Ja, sagt ja Fallen selber noch. In Logik. Transformers, ich bitte euch. Meine Lieblingsszene ist das mit diesen Kugeln. In diesem Bunker. Achso, da, wo sie die Splitter wo dieser mechanische Hund oder Wolf oder was weiß ich da, die Kunde dann. Ja, erstmal durch das Ganze. Und dann baut sich doch. Da so eine sehr explizite, kurze Szene. Man sieht, dass diese. Ganz dünne Transformers, der den Stein rausgehört, durch den Soldaten, durch den Körper durchgeht. Und leichtes Blut. Und das Spritzblut. Ja. Aber man sieht das wirklich nur sehr, sehr kurz. Andere Lieblingsszene ist Devastator, wenn der alles sich zusammenbaut. Ja, da muss man ja auch sagen, so, das war ja zum Beispiel, gab es ja auch vorher noch nicht so bei den Transformers-Filmen. Auch, und das einzige es gab Mal. Ja, aber das Einzige, wo das zum Beispiel noch so gemacht worden ist, ist in Teil 5, dass sich so mehrere Transformers zu einem großen zusammen. Zu den Vieder von den Bösen, aber. Genau. Immer die Bösen. Die Decepticons haben ja immer den geilen Scheiß. Ja, sagt er. In Teil 3 sagt er das. Hier sagt schon, wie heißt der? Tyrus Gibson. Genau, Tyrus Gibson. Ja, Epps. Und da kommt auch die andere Liebling, Orangener Rauch. Meinst du den orangenen Rauch? Weil er da so einen Bombenabwurf anfordert, aber er hat nicht gut geworfen und sie sind mit einem orangenen Rauch. Ja, ich habe schon mal besser geworfen. Im orangenen Rauch? Nee, war jetzt cool. I hope these F-16s got good aim. Yo, what is that? I told him to hit the orange smoke. You mean that orange smoke? It wasn't my best toss, okay? Viper, Thunder. Also wie gesagt, bei Transformers 2 gibt es nicht viel zu sagen. Es wird ein kurzes Video. Ich bin eigentlich schon durch. Naja, ich habe halt noch so ein paar Sachen, so zum Beispiel, was halt auch cool war, dass ich halt auch in Transformers in einen Menschen verwandeln konnte. Ja, so Terminator-mäßig. Terminator. Ja, das wurde zum Beispiel, hat man auch erst wieder in Teil 5 gesehen, ganz am Ende. Da hat sich ja Quintessa da zu dieser Menschenfrau da verwandelt. Also ist nur nicht möglich. Genau. Und ja, zum Beispiel Matrix, der Führerschaft, kommt ja in dem Film vor, darum geht es ja eigentlich auch hauptsächlich. Die sieht man zum Beispiel auch in Teil 3 auch wieder. Damit wird dann Sentinel wiederbelebt. Und ich glaube, ja, und das ich glaube, eigentlich müsste sie ja immer noch in Optimus seinem Besitz sein.
Eigentlich schon, aber die wird im 4. und 5. nicht mehr benutzt. Nee. Aber was mich zum Beispiel, was heißt stört, das ist jetzt auch nur ein kleiner Punkt, aber zum Beispiel diese Zwillinge da, so, die sind auch im 3. Teil einfach dann nicht mehr da. Du erfährst nicht, was mit denen passiert sind, ob sie einfach zurück nach Cybertron oder ob sie gestorben sind, kann man nicht. Ist auch nicht so wichtig. Nee, das wollte ich auch gerade sagen, ist jetzt auch kein Untergang. Irgendwie, was ich schön finde, nur die Drehorte, so Jordanien, dass dieser Eingang, dass sie fast aussah wie bei Indiana Jones 3, das ist aber ein anderer Ort in Jordanien. Wir haben uns gedacht, das ist das Gleiche, wir haben recherchiert. In Indiana Jones 3 ist das ein anderes Tor als in Transformers 2. Diese Stellen sind aber beide in Jordanien, die kann man beide besichtigen. Ja. Und dementsprechend würde ich sagen, das war's mit Transformers 2 Revenge of the Fallen. Jo, ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum 3. Teil. Wird auf jeden Fall kommen. Und Teil 1 hatten wir ja auch schon. Und vergiss nicht, dieses Jahr kommt ja Transformers 7, Rise 7, of 6, Rise of Beasts, wie auch immer. Wir freuen uns. Ja. We love movies. Argon. Und euer Pete. Bis dann. Tschüss.